Bizarr. An der Oberfläche haben wir gefrorenes Kohlendioxid, gefrorenes Kohlenmonoxid, gefrorenes Methan, aber auch jede Menge gefrorenen Stickstoff. Der könnte Schneeverwehungen bilden und unter den Füßen knirschen. Jede menschliche Erforschung von Tritons Oberfläche wäre lebensbedrohlich. Bei minus 234 Grad bräuchten wir ganz spezielle Weltraumausrüstung. Mit Assistent Ellie Goldstein verwendet Spencer flüssigen Stickstoff, um die Umgebung von Triton zu imitieren. So kann er sehen, wie sich Materialien in dieser eisigen Welt verhalten. Für einen Raumanzug, der bei Triton-Temperaturen funktionieren soll, bräuchte man ein dehnbares Material, etwa eine Art Gummi. Bei Raumtemperatur ist Gummi weich und biegsam, ideal für luftdichte Verschlüsse bei Lebenserhaltungssystemen. Bei Temperaturen von minus 212 Grad liegt die Sache aber schon ganz anders. Nur weil etwas auf der Erde dehnbar ist, gilt das noch lange nicht für Triton. Bei warmen Temperaturen sind die Gummimoleküle dehnbar, doch bei eisgekühltem Stickstoff werden sie hart wie Stahl. Der Gummi verhärtet sich und zerbirst wie Glas. Gesucht wird nach Materialien, die auch bei extrem niedrigen Temperaturen flexibel bleiben. Wissenschaftler testen bekannte Substanzen, Stoffe, die wir womöglich jetzt gerade tragen. Wäre Nylon in einer eisigen Welt im All vielleicht besser? Interessant ist, dass es im kalten Zustand genauso elastisch ist. Und nicht, weil Nylon irgendetwas Besonderes ist, sondern weil Nylon aus hauchdünnen Fäden gewebt wird. Das Geheimnis von Nylons Biegsamkeit liegt an der Webart. Die Fasern bleiben elastisch, weil jeder Strang so dünn ist wie ein menschliches Haar. Man könnte aus so einem Material Anzüge herstellen, wenn man die sehr ungewöhnliche Umgebung im All mit einbezieht. Selbst wenn Menschen in Hightech-Raumanzügen auf Tritonen laufen könnten, lauert an der Oberfläche noch eine andere Gefahr. An diesen sehr vagen Streifen erkennen wir Strahlen, die aus der Oberfläche dringen. Diese dunklen Flecken sind Hinweise auf Tritons versteckte Gefahr. Unterhalb der gefrorenen Oberfläche liegen ganze Ozeane mit flüssigem Stickstoff. Wenn die Sonne den Mond erwärmt, verwandelt sich der Stickstoff in Gas. Der Gasdruck explodiert als Geysir, der Mondstaub in die Atmosphäre schleudert. Der dunkle Staub landet schließlich auf der weißen Oberfläche und hinterlässt schwarze Streifen. Im Labor bildet Spencer das Spektakel nach. Wir stecken jetzt den Stickstoff in diese Flasche, so als läge er unter einer Eisschicht auf Triton. Der Druck würde steigen und dann einen Strahl erzeugen, der bis zu 15 Kilometer nach oben schießen würde. Ungefähr so. Hey, ein Geysir. So wie sich Druck in der Glasflasche aufbaut, schleudert auch auf Triton der unter der Oberfläche gefangene Gasdruck Mondstaub ins All. Eine eisige Welt mit gewaltigen Geysiren. Mit der richtigen Technologie könnten Menschen eines Tages auf der Oberfläche gehen. Doch es ist keine Welt, die einfach zu bevölkern wäre. In unserem Sonnensystem sind wir am Ende unserer Suche. So weit von der Sonne entfernt wäre jeder Planet kalt und karg. Nach Neptun kommen nur noch kleine, eisige, tote Planeten wie Pluto. Dahinter liegt das Unbekannte. Hier sind die Möglichkeiten endlos. Und vielleicht finden wir eines Tages einen Ort, auf dem wir leben können.
Astronomen untersuchen heute neue und unglaubliche Informationen auf der Suche nach fernen Welten. Planeten, auf denen menschliches Leben möglich wäre. Unsere Sonne ist nur einer von 200 Milliarden Sternen unserer Galaxie, der Milchstraße. Und jede dieser Sterne könnte Planeten haben, wie unser Sonnensystem. Sie zu finden, ist die ultimative Aufgabe der Wissenschaft. Meister unter den Planetenjägern ist Dr. Geoff Marcy. Unsere Milchstraße ist großartig, aber unglaublich riesig. Sie erstreckt sich über 100.000 Lichtjahre und enthält 200 Milliarden Sterne. Und so müssen wir eine Auswahl treffen, welche Sterne wir beobachten. Das ist die LIC-Sternwarte in Kalifornien, wo Planetenjäger wie Marcy hinkommen. Er durchsucht den Nachthimmel auf der Suche nach neuen Welten, die um entfernte Sterne kreisen. Doch er muss vorsichtig auswählen. Zum Glück gibt es diesen großartigen Katalog, den Hipparcos-Katalog, mit über 100.000 Sternen, die alle nicht weit weg sind. Und logischerweise haben wir uns die nächstgelegenen ausgesucht. Die nächstgelegenen 2000 Sterne sind alle 200-300 Lichtjahre von der Erde entfernt. Wenn man sich also eine kleine Erde im schwarzen Universum vorstellt und dann ein gläsernes Himmelsgewölbe, das sich über 300 Lichtjahre erstreckt, beobachten und jagen wir Planeten um diese Sterne, die sich innerhalb dieser Sphäre befinden. Okay, Bernie, machen wir mit dem nächsten Stern weiter. Der nächste ist Bernard. Jeder Stern wird stundenlang genauestens beobachtet. LIC's 3-Meter-Teleskop visiert das nächste Ziel an. Doch bei aller Vergrößerung ist ein Planet, der um einen fernen Stern kreist, zu klein und undeutlich, um ihn direkt sehen zu können. Die wahre Herausforderung bei der Planetenjagd ist, dass Planeten von Natur aus keine eigene Energie erzeugen. Sie strahlen durch reflektiertes Licht und wenn sie warm genug sind, glühen sie etwas. Aber eigentlich sind sie etwa eine Milliarde Mal schwächer als der Stern, um den sie kreisen. Um diese unsichtbaren Welten aufzuspüren, haben Astronomen eine geniale Technik entwickelt. Wir wenden einen Trick an. Wir beobachten den Stern, nicht den Planeten. Während der Planet um den Stern kreist, wird der Stern durch die Anziehungskraft des Planeten hin und her gezogen. Wie ein Planet einen Stern anzieht, stellt Marcy auf einfache Art und Weise dar. Hier haben wir einen Sack Reis. Der steht für den Planeten. Ich bin der Stern. Der Planet umkreist den Stern und dabei zieht der Planet den Stern zu sich und bringt ihn zum Wanken. Vielleicht sieht man, wie mein Körper wackelt. Das kommt daher, weil der Sack Reis an mir zieht. Die Analogie ist ziemlich perfekt. Der Reissack stellt den Planeten dar, mein Körper den Stern. Und das Seil ist die Anziehungskraft. Und natürlich, die Analogie ist ziemlich perfekt, weil der Sack Reis acts as the planet, mein Körper ist der Stern. And this rope serves as gravity. And of course, all we see with our telescopes. Durchs Teleskop sehen wir natürlich nur den Stern, den Planeten überhaupt nicht. Wir beobachten also die Sterne, um zu sehen, ob sie hin und her wackeln. Und wenn, muss dort ein Planet sein. Bisher haben Jäger wie Marcy über 200 neue Planeten entdeckt. Doch können Sie auch feststellen, wie diese Welten aussehen? Marcy glaubt ja, indem er misst, wie weit der neue Planet von seinem Stern entfernt ist. Je länger der Planet braucht, einmal um den Stern zu kreisen, desto weiter muss er von dem Stern weg sein. Dichte Planeten umkreisen den Stern schnell. Je weiter weg, desto länger dauert es. Die Erde braucht ein Jahr. Ein Planet, den er entdeckt hat, ist 1100 Mal größer als die Erde und umkreist seinen Stern 8-mal näher. Ein anderer Planet ist so nah an seinem Stern, dass er nur 3 Tage für eine Umrundung braucht. Die Oberfläche ist damit tausende Male heißer als die Erde. Einige Planeten, die wir gefunden haben, umkreisen ihre Sterne so nah, dass sie tausende von Grad heiß sind. Bei diesen Temperaturen würden gewöhnliche Metalle wie Eisen, Nickel und Titan nicht nur schmelzen, sie würden verdampfen. Statt Wasserwolken sind die Atmosphären dieser tödlichen Welten gefüllt mit Wolken aus Metalldunst.
Doch Massey ist überzeugt, dass nicht alle fremden Planeten so brutal sind. Er will sich kleinere Sterne ansehen, die weniger intensiv strahlen. Könnten ihre umkreisenden Planeten mehr der Erde ähneln? Für die kommenden Jahre hoffen wir auf eine erfolgreiche Suche. Wir werden kleinere Sterne beobachten und nach erdeähnlichen Planeten suchen, welche die nahe um einen Stern kreisen und weder zu heiß noch zu kalt sind. Eben genau richtig, um darauf zu leben. Hier draußen warten endlos viele Welten darauf, entdeckt zu werden. Manche besitzen vielleicht sauerstoffhaltige Atmosphären und Ozeane mit Wasser. Planeten, auf denen Leben möglich wäre. Sie zu finden, ist eine riesige Herausforderung. Bisher hatten Wissenschaftler kein Glück. Und den feindlichen Umgebungen der Planeten unseres eigenen Sonnensystems nachzuurteilen, wird es auch keine einfache Aufgabe. Von der glühenden Hitze der Venus, den ausbrechenden Vulkanen des Io bis hin zu den 2200 Kilometer Winden auf Neptun. Die Welten, die wir bisher entdeckt haben, sind zu brutal, selbst für modernste Technologie. Der einzige Planet, der auf eine menschliche Besiedlung hoffen lässt, ist Mars. Wenn wir ein Mittel gegen den Staub und die Sonnenstrahlung finden, könnten wir irgendwann dort leben. Irgendwann, vielleicht, wenn das Klima auf der Erde zu extrem wird, könnte Mars unser neues Zuhause werden. Bis dahin wird sich die Menschheit anpassen und sich immer weiterentwickeln in einer sich ständig ändernden Welt. Bei warmen Temperaturen sind die Gummimoleküle dehnbar, doch bei eisgekühltem Stickstoff werden sie hart wie Stahl. Der Gummi verhärtet sich und zerbirst wie Glas. Gesucht wird nach Materialien, die auch bei extrem niedrigen Temperaturen flexibel bleiben. Wissenschaftler: Bizarre. An der Oberfläche haben wir gefrorenes Kohlendioxid, gefrorenes Kohlenmonoxid, gefrorenes Methan, aber auch jede Menge gefrorenen Stickstoff. Der könnte Schneeverwehungen bilden und unter den Füßen knirschen. Jede menschliche Erforschung von Tritons Oberfläche wäre lebensbedrohlich. Bei minus 234 Grad bräuchten wir ganz spezielle Weltraumausrüstung. Bei Raumtemperatur ist Gummi weich und biegsam, ideal für luftdichte Verschlüsse bei Lebenserhaltungssystemen. Bei Temperaturen von minus 212 Grad liegt die Sache aber schon ganz anders. Nur weil etwas auf der Erde dehnbar ist, gilt das noch lange nicht für Triton. Mit Assistent Ellie Goldstein verwendet Spencer flüssigen Stickstoff, um die Umgebung von Triton zu imitieren. So kann er sehen, wie sich Materialien in dieser eisigen Welt verhalten. Für einen Raumanzug, der bei Triton-Temperaturen funktionieren soll, bräuchte man ein dehnbares Material, etwa eine Art Gummi. Testen bekannte Substanzen, Stoffe, die wir womöglich jetzt gerade tragen. Wäre Nylon in einer eisigen Welt im All vielleicht besser? Interessant ist, dass es im kalten Zustand genauso elastisch ist. Und nicht, weil Nylon irgendetwas Besonderes ist, sondern weil Nylon aus hauchdünnen Fäden gewebt wird.